Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann wollen wir mal weitergehen. Waffe natürlich ziehen. Und dann mal weiterschauen. Eigentlich haben wir ja jetzt den Obersten ja jetzt schon besiegt. Das heißt, wir dürften doch jetzt hier eigentlich auch gleich auf unseren Kollegen treffen, den wir hier retten wollen. Aber erstmal nochmal einen kleinen Hack hier. Credits. Das sieht interessant aus. Oh, Munition für schwere Waffen. Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Hey? Vielleicht haben ihn die Warlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen, die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war Ihr Schüler. Ich habe zu Ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Glauben Sie ernsthaft, Ihre Experimente hier wären gerechtfertigt? Wir haben kulturellen Genozid verübt. Nichts, was ich tue, kann danach je wieder gerechtfertigt sein. Die Experimente sind monströs, weil man mir beigebracht hat, ein Monster zu sein. Morden, haben Sie jemals solche Experimente durchgeführt? Nein, das habe ich Ihnen nie beigebracht, Malen. Ihre Hände sind also unbefleckt. Dann ist es auch egal, dass der Boden mit dem Blut von Millionen getränkt ist. Sie haben mir beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich werde unsere Tat ungeschehen machen, Professor. Auf die einzige Art, die mir das ermöglicht. Was geschieht, wenn die Genophage geheilt ist und die Krogane wieder expandieren? Das hätten Sie dann zu verantworten. Wir haben diese Untat gerechtfertigt, indem wir behauptet haben, die Kroganer würden Krieg und Zerstörung bringen, wenn ihre Population sich wieder erholt. Aber sehen Sie sich die Galaxie doch mal an. Die Batarianer greifen in der Traverse an. Die Geth greifen die Citadel an. Ist das Universum also friedlicher geworden? Der Angriff auf ihr Eden Prime wäre vielleicht nie passiert, wenn wir zugelassen hätten, dass die Kroganer sich erholen. Wir werden es nie erfahren. Was hätte eine Bevölkerungsexplosion der Kroganer dazu beigetragen, Saren und die Geth aufzuhalten? Eine erhöhte Kroganer-Population hätte den Rat dazu gezwungen, Schritte zu unternehmen. Wahrscheinlich bezüglich der Kolonierechte in der Traverse. Die Flotten der Turianer sind sehr wachsam, was militärische Aktivitäten in diesem Gebiet angeht. Sie hätten die Geth vielleicht auf Eden Prime aufgehalten. Reine Vermutung. Das lässt sich unmöglich mit Sicherheit sagen. Verstehen Sie nicht? Wir haben versucht, Gott zu spielen und wir haben versagt. Wir haben alles nur schlimmer gemacht. Und ich bringe alles wieder in Ordnung. Sie sprachen über den Tod, aber die Genophage bringt niemanden um. Sie beeinflusst nur die Fruchtbarkeit. Die Kroganer kämpfen um fruchtbare Frauen. Sie werden Söldner oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie wären jetzt mitten in einer Blütezeit ihrer Kultur, wenn wir nicht beschlossen hätten, dass sie etwas anderes verdienen. Inkorrekt. Große Kroganer-Populationen führen immer zum Krieg. Die Simulationen waren eindeutig. Warum die Zusammenarbeit mit dem Warlock-Clan? Und wie sind Sie an die Daten der Genophage gekommen? Die Daten waren leicht zu kriegen. Wir hatten immer noch alle Zugang darauf. Wir waren Helden. Ich musste nur danach fragen. Und was die Warlock angeht, sie waren der einzige Clan mit genug Ressourcen und der nötigen Entschlossenheit. Ödnard hat ein größeres Lager als Warlock.
Warum sind sie nicht an sie herangetreten? Erdnord Rex ist zu weich. Er wollte die nötigen Experimente nicht durchführen. Pech für Erdnord. Glück für Warlock. Ihr Clan wird der Erste sein, der sich von unserem Verbrechen erholt. Melon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein. Diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern. Und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal eine Diskussion über die Ethik der Genophage führen. Ja, so viele Variablen, Stressreaktionen, unmöglich präzise vorherzusagen. Stoff zum Nachdenken. Melons Forschungen, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit, aber dennoch ist sie wertvoll. Diese Forschungen beruhen auf Tests mit lebenden Opfern. Die Ergebnisse sind schmutzig. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Opfer umsonst gestorben. Wenn ich die Forschungen behalte und weiterführe, bekommt alles wieder Sinn. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Korgana. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Sie bedauern, was aus den Korganern geworden ist. Sie sehen die Schrecken, die Sie hier verursacht haben, aber Sie sehen auch den Verlust. Verschwendetes Potenzial. Das verdienen Sie nicht, Morden. Retten Sie die Daten. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können T'Chanka verlassen. Irgendwo hingehen. Wo vielleicht die Sonne scheint. Verschwinden wir von hier. Na gut. So, Mission erfüllt. Erfahrung erhalten, Kraft von Morden freigeschaltet, neues Outfit, kroganische Vitalität, Munition für schwere Waffen und auch ein bisschen Kleingeld. Ja, vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen was leisten. Das wäre natürlich ganz cool. Datpack-Anwerber. So, jetzt sind wir hier unten wieder. Gehen wir nochmal die Ansaugstutzen. Die haben wir ja gefunden. Und die Salarianer auch. Dementsprechend gehen wir die nochmal abgeben. Der Erdnord-Clan hat nach der Vernichtung des Warlock-Clans an Stärke gewonnen. Den Populationsprofilen zufolge hat der Erdnord-Clan die Überlebenden des Warlock-Clans aufgenommen. Größtenteils Frauen und Kinder. Intelligenter Schachzug. Überraschend für Korgana. Freut mich. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzungsanfragen für Grunt eingegangen. Und eine für Shepard. Ah. Okay. Ich wünsche mir. Und eine für Shepard, ja. Ja.
Entschuldigung. Aber der war gut. Nichts anfassen. Wenn Sie da schon rumstehen, können Sie sich auch nützlich machen. Ich kann nichts tun, bevor ich keinen Ersatzansaugstutzen für dieses verdammte Tomka hergestellt habe. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist es das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Hatten wir ja alle schon. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Okay. Ja, ich hatte wenigstens mit einem Rabatt oder sowas hier rechnet. Schließen Sie Wetten auf die Probe ab, Mensch. Wir werden es nicht bereuen. Ja, wir werden es nicht bereuen. Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Ja, eine ordentliche Summe? Ich weiß ja nicht, wie ich das beeinflussen kann. Ich kann hier immer nur 250. Weiß-blaue Hoffnung. Na ja, komm, machen wir nochmal. Ja. Ich glaube, das war's. Mit Wetten. Gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier vielleicht noch die Sachen holen können. Sie wollen nichts. Der Anblick, wie dieses Ungeziefer in der Hitze der Explosion röstet. Einfach großartig, echt wahr. Es hat großen Spaß gemacht. Dann machen Sie doch weiter. Wenn Sie auf Gewalt stehen, finden Sie da draußen noch jede Menge Pijacks. Ich gebe Ihnen einen Rabatt in meinem Geschäft. Sie kriegen alles zum Einkaufspreis. Okay. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Dann wollen wir noch mal gucken. Munition für schwere Waffen. Das heißt, ich lasse mal die Rüstung aus, aber die Munition kaufen wir noch. Das ist ja... Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Relativ teuer. Den Rest werde ich nicht komplett zusammenkriegen. Den merken wir uns immer mal vor. Ich bin ja momentan sowieso mit meiner Rüstung mega zufrieden. Dann wollen wir nochmal mit Rex reden, bevor wir jetzt hier abdüsen. Ich glaube, es hatte meine Augen. Vielleicht hat er ja noch was zu sagen. Sie müssen einfach immer Ärger machen. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet. Als nächstes erzählen Sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Sie sind jetzt Erdnut Grunt. Willkommen. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Okay, gut. Grunt hat auch nochmal ein schönes Nicken gekriegt. Dann machen wir uns jetzt hier wieder auf Richtung Normandy. Wir haben ja noch auf jeden Fall ein bisschen was zu forschen. Das mit der Rüstung, ja, ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall nochmal nach Tuchanka. Mich würde interessieren, wie diese Turianer. Ja, weil die Rüstung würde ich mir schon gerne irgendwann kaufen, aber dafür bräuchten wir jetzt erstmal ein bisschen Geld wieder. Gehen Sie zum Clanführer, Erdnut Grunt. Sie können sich frei bewegen. Okay. Da ist ja der junge Held. Erdnut Grunt und sein siegreicher Grunt. Okay, die sind auf einmal so freundlich. Meine Güte. So, ab zurück zur Normandy. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Hilfsquesten soweit erledigt. Jetzt können wir erstmal wieder so ein paar Sekundärquesten machen, würde ich sagen. Und auch... Entschuldigung. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. So, die ganzen Forschungen jetzt erstmal freischalten, die wir jetzt freizuschalten haben. Und dann können wir auch gleich mal eine Runde drehen und mal fragen, ob bei denen allen was okay ist. So, hier haben wir jetzt auf einmal Schrotflintenschaden plus 3. Also 3 von 5, so. 30%, blablablab. Schrotflinte, extra Munition, ja, forschen wir auch gleich. Dann haben wir hier noch Prototypen. Organische Vitalität. 2 von 2. Wird geforscht.
Und Prototypen, Munition für schwere Waffen, 90% mehr Munitionskapazität. Ah, das freut mich, das freut mich. So, jetzt haben wir jetzt nur noch fortgeschrittenes Training, Kräfte neu ausbilden. Den Rest haben wir jetzt alles. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich relativ gut ausgerüstet. Dann wollen wir mal mit der Crew reden. Kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat, meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an. Bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Hoffentlich findet er was Neues. Besseres Ziel mit besserem Zweck. Weniger Tests durch Folter. Haben Sie die Ereignisse wirklich verarbeitet? Ja, natürlich. Kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Zurück zur Mission, zurück an die Arbeit. Werde sonst wie Malin. Salarianer verarbeiten Gefühle schneller als andere Spezies. Ist notwendig. Kurzlebige Kultur. Keine Zeit für Erinnerungen. Sie haben also kein schlechtes Gefühl wegen all dem, was auf Tuchanka vorgefallen ist? So ist es. Zumindest jetzt nicht. War zum damaligen Zeitpunkt sehr verstört. Stufen der Trauer, Verlust, Wut, Rationalisierung. Habe alles verarbeitet. Das meiste davon noch auf Tuchanka. Den Rest an Bord des Shuttles zurück zur Normandy. Malon wirkte nicht, als hätte er seine emotionale Reaktion verarbeitet. Er war wie besessen von der Genophage. Stimmt. Wollte nicht behaupten, dass Salarianer emotional stabiler sind. Können ebenso falsche Entscheidungen treffen. Ausgelöst durch Trauer, Wut, Schuld. Malon konnte Gefühle nicht akzeptieren. Traf Entscheidungen, führte sie durch. Vermutlich schon vor meiner Abreise nach Omega. Wäre gern dabei gewesen. Salarianer empfinden zwar, legen Gefühle aber schnell beiseite. Daher auch keine Heirat. Können Gefühl der Liebe nicht aufrechterhalten. Kann auch mit der Fortpflanzung zu tun haben. Bin nicht sicher. Was ist mit Malens Daten über die Genophage? Seinen Ansätzen für ein Heilmittel? Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Weiß ihre Hilfe auf Tuchanka wirklich zu schätzen. Muss zurück an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet. Habe viel zu tun. Gespräch später. Okay. Gut. Dann reden wir gleich mal mit unserem Jacob. Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wir sprechen später. Commander. Okay, von Ihnen nur ein kurzes, knappes Danke. Aha. Dann gehen wir doch mal Richtung Esten. Taylor haben wir schon fertig. Solus haben wir fertig. Da haben wir ja keine. Dann machen wir mal die Mannschaftsquartiere unsicher. Fangen wir erstmal hier an Steuerbord an. Morins war gleichermaßen in meinen Träumen und in meinen Gedanken, wenn ich wach war. Zum ersten Mal seit 400 Jahren bin ich frei. Ich bin ein Krug voller Trauer und Reue, der in Scherben gegangen ist. Aber ich bin frei. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. War es das wert? Das war nie die Frage. Es ging darum, ob es notwendig war. Ich musste tun, was ich getan habe, genau wie Sie. Es war immer klar, dass diese Geschichte kein gutes Ende nehmen würde. Sie haben Ihre Pflicht getan. Was ist mit Ihren Gefühlen? Eine meiner Töchter ist tot. Ich hatte alle meine Hoffnungen und Träume auf meine Kinder projiziert. Trotzdem kam die Pflicht immer vor den Gefühlen. Das ist bei Ihnen genauso. Sie haben gesagt, dass Morin ein Monster war, aber sie war doch trotzdem noch Ihre Tochter. Sie war die Stärkste und die Klügste. Sie konnte nicht akzeptieren, wie ungerecht sie behandelt wurde. Sie hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin sehr stolz auf Sie, Shepard. Sie haben sie getötet, weil sie war, was sie war. Und ich würde es wieder tun. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, alles hinter sich zu lassen und zu kämpfen. Ist Ihnen klar, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Flucht 40 Jahre alt war? Ich kenne mich bei Menschen nicht so aus, aber für eine Asari ist das sehr jung. Was werden Sie jetzt tun, wo es Morant nicht mehr gibt? Falls ich Ihre Mission überlebe? Ich bin eine Justikarin.
Es gibt nach wie vor Ungerechtigkeit. Und vielleicht sogar noch weitere Adat-Yakshi. Gibt es keine Möglichkeit, Maurins Disposition zu korrigieren? Wir sind eine hochentwickelte Spezies, aber wir können nicht zaubern. Wenn der Zustand sich im Erwachsenenalter manifestiert, ist es zu spät für eine Eindämmung. Es kommt nur bei Reinblütlern wie mir vor. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Paarungen innerhalb der Asari stigmatisiert wurden. Ich weiß es nicht. Ich dachte, Adat-Yakshi wären außergewöhnlich selten. Asari leben heute auf vielen Welten. Es gibt abgelegene Regionen, die Regierung nicht überwacht. Wenn ich zu diesen Welten reise und es dort welche gibt, dann werde ich sie finden. Morant hat behauptet, ihr Zustand wäre die Zukunft der ganzen Spezies Asari. Morant hätte alles gesagt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Adat-Yakshi sind steril, Shepard. Das wäre keine sonderlich zukunftsorientierte Perspektive für mein Volk. Wollen Sie nicht sesshaft werden? Das war ich. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, um eine Familie zu gründen. Ich werde mein ganzes Leben lang kämpfen und mich abmühen. Das ist mein Schicksal. Wenn ich sterbe, dann sicher nicht im Bett. Aber damit bin ich im Reinen. Sie haben es trotzdem in der Hand, wohin Ihr Leben Sie führt. Ich habe diesen Pfad gewählt und bin damit im Reinen. Daran haben Sie einen beträchtlichen Anteil. Okay, gut, dann auf zum nächsten. Das war Mannschaftsquartiere. Wir müssen aber zur Lebenserhaltung. Na, gucken wir mal, was unser Werter Sane macht. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie wirken gar nicht wie ein Attentäter. Sie haben zu viel Zeit mit dem Kampf gegen Schläger verbraucht, die glauben, dass eine individuell bemalte Panzerung sie zu Profis macht. Die Hanna haben meinen Körper für diese Rolle seit meinem 6. Lebensjahr trainiert. Seit den 6? Sie töten schon, seit Sie 6 sind? Natürlich nicht. Meinen ersten Mord habe ich erst mit 12 begangen. Sie haben mich ausgebildet. Ich war für Sie kein Wegwerfprodukt, sondern eine Investition. Sie waren ein Kind, keine Investition. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich genoss Ihre Wertschätzung, hauptsächlich als Ressource, das stimmt, aber auch als Person. Sie haben es bedauert, dass Sie mich brauchten. Die Hanna? Übertrieben höflich? Verehren die Proteaner? Sieht Ihnen gar nicht ähnlich, dass Sie Attentäter ausbilden? Jede Spezies bildet Attentäter aus. Das Ungewöhnliche an den Hanna ist nur, dass sie andere Spezies brauchen, die für sie morden. Sie haben einen starken Griff und natürliche Toxine. Aber haben Sie schon mal einen gesehen, der sich außerhalb des Wassers schnell bewegt oder eine Waffe abfeuert? Warum waren Ihre Eltern damit einverstanden? Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Paktes getroffen. Es war eine Ehre für unsere Familie. Des Paktes? Wir leben auf der Heimatwelt der Hanna, weil sie uns, einige von uns, vor der Auslöschung gerettet haben. Wir schulden ihnen unser Leben. Das ist der Pakt. Was genau sind die Bedingungen des Paktes? Die Hanna können vieles nicht selbst tun, nicht mal mit mechanischen Hilfen. Dann bitten sie die Drell um Unterstützung. Das kann nicht legal sein. Sie haben ihre ganze Spezies zu Sklaven gemacht. Beleidigen Sie mich nicht, Shepard. Jeder kann sich dem Dienst verweigern, aber nur wenige tun es. Wir verdanken unsere Existenz den Hanna und sind stolz darauf, unsere Schuld zurückzuzahlen. Bei Ihnen klingt das so, als wären die Hanna Schwächlinge. Hier draußen sind sie das auch. Aber wenn Sie sie im Allumfassenden, den Ozeanen auf Kajay sehen könnten, würden Sie anders denken. Ein Silberstrom in der Dunkelheit. Schlägt Kreise, schießt dahin, so schnell, dass das Auge nicht mehr folgen kann. Ein Lachen wie das Quieken eines Kindes lässt das Wasser vibrieren. Sie fliegen über das Schwarz des Meeresbodens dahin wie Vögel, mit einem Federkleid aus Himmelslicht. Warum stand Ihre Spezies vor der Auslöschung? Überbevölkerung. Das klingt für Sie bestimmt banal.
Die Menschen haben den Masseneffektantrieb erfunden, bevor das Problem bei ihnen akut wurde. Unsere Heimatwelt Rakana hatte nur wenige Ressourcen. Wir hatten noch nicht mal die Fusionsenergie entwickelt, als der Boden wegen Überbeanspruchung und Verschmutzung unfruchtbar wurde. Die Hanna haben uns vor 100 Jahren gefunden. Sie haben hunderte von Schiffen geschickt und tausende von uns evakuiert. Milliarden mussten zurückgelassen werden. Wie ist die Lage auf Rakana heute? Lesen Sie Werke von Philosophen. Von Thomas Hobbes zum Beispiel. Wenn die gesamte Welt übervölkert ist, bleibt als letzter Ausweg nur der Krieg, der jedermann eine Lösung beschert. Sei es durch Sieg, sei es durch Tod. Als Rakana starb, haben meine Leute sich gegenseitig abgeschlachtet für einen Mund voll Wasser, einen Bissen Nahrung. Aber sie töten nicht mehr für die Hanna. Sie sind selbstständig. Weshalb die Veränderung? Ich habe lange Zeit geschlafen und gar nicht darauf geachtet, was von meinem Körper verlangt wurde. Aber dann... Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Wenn ich den Finger krümme, stirbt er. Dann der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs im Visier. Voller Trotz. Der Laser tanzt davon. Tut mir leid. Drell versinken sehr schnell in Erinnerungen. War das eines Ihrer Attentate? Ja. Wir besprechen das besser später. Ich habe schon zu viel von Ihrer Zeit verschwendet. Okay. Na, Zeitverschwendung finde ich das jetzt eher nicht, sondern eher interessant. So. Hast du denn jetzt was zu sagen, Kasumi? Ich habe gerade an Sie gedacht. Okay. Liara Tissoni hat einen weitreichenden Ruf. Ich habe mit ihren Leuten früher schon Geschäfte gemacht. Nicht so wirklich, also wir haben keine richtige, ne? Na gut. Dann gehen wir mal zu Minerva rüber. Miranda, Minerva. Nochmal danke, Shepard, dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Orianna ohne Ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Sind Sie zufrieden mit der Umsiedlung Ihrer Schwester? Sie hat jetzt, was ich immer für sie wollte. Ein normales Leben. Und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu finden. Und sie weiß, dass sie eine ältere Schwester hat. Eine Freundin. Werden Sie wieder mit ihr sprechen? Ich weiß es wirklich nicht. Zum ersten Mal plane ich nicht so weit in die Zukunft. Ich werde nach unserer Mission darüber nachdenken. Ich muss mich konzentrieren und sie braucht Zeit, um sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Sie haben mir nie gesagt, worüber Sie gesprochen haben. Ich habe mich vorgestellt. Ihre Familie war schockiert. Sie ist natürlich schnell damit fertig geworden. Sie ist so klug wie ich. Sie spielt Geige. Liebt das Adagio von Nielsens Fünfter, genau wie ich. Sie möchte in der Kolonieentwicklung arbeiten. Hat auch einen Witz darüber erzählt. Sie ist wirklich lustig. Das haben wir nicht gemeinsam. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal bei Garrus vorbei. Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Wir wollen die Mission überleben. So, Garrus. Shepard. Nicht Kalibrierung. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden.
Gute Einstellung. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur halt nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Oh, der war gut. Na denn. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Der Reichweitenvorteil, ja. Und sie war sehr gelenkig. Schön. Gut, dann haben wir jetzt noch das Unterdeck. Auch hier müssen wir nochmal gucken. Da haben wir auch nochmal 4. Die ziehen wir jetzt auch nochmal durch. Frachtraum, na komm, mit dir brauche ich nicht reden. Ich glaube nicht, dass da irgendwann mal nochmal was kommt. Nehmen wir erstmal... Hier komm, gehen wir hier erstmal zum Fracht, zu Grunt. Mal sehen, was er sagt. Erdnot Grunt, das gefällt mir. Ich habe einen Clan, Es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Uwenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Wir haben damit angefangen, weil Sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt klingen Sie gewalttätiger als je zuvor. Rex hat gesagt, ich sei normal. Weil ich im Tank herangewachsen bin, hatte sich da nur einiges angestaut. Da ich jetzt weiß, dass es nichts von außen ist und ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar. Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Ich habe nicht vor, ewig so zu leben, Grunt. Wenn Sie so reden, geben Sie die Kontrolle aus der Hand.
Ich kneife jedenfalls nicht wie ein Feigling. Nur damit sie wissen, wo wir stehen. Okay, gut. Grunt gefiltert. Der ist jetzt richtig wach. Na, haben gehen Sie schon wir. Gehört, dass wir unser Deck mit einem Kroganer teilen? Das ist ja allerliebst. Okay. Kila, es tut mir leid, dass ich Sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Ist Politik bei den Quarianern immer so? Nein. Manchmal kann es sogar richtig unangenehm werden. Wir sind ein sehr soziales Volk, Shepard. Das müssen wir auch sein, um auszugleichen, dass wir in diesen Anzügen festsitzen. Und dazu gehört auch, sich in alles einzumischen, obwohl es einen nichts angeht. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte ihnen Zeit geben müssen, ihren Vater zu betrauen. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Bitte, da nicht für. Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal nach unten. Noch einmal mit Jack reden. Mal sehen, wie die sich jetzt fühlt. Ich musste diesen Ort von der Karte löschen. Sie haben mich hingebracht und dafür schulde ich Ihnen was. Sie wissen nicht, wie das ist, Shepard, wenn man solchen Müll mit sich rumschleppt. Man wird davon mehr gezeichnet, als man es erwartet. Ich habe viele schwere Entscheidungen getroffen, Jack. Darunter auch, was man besser hinter sich lässt. Es ist schwer, sich zu lösen. Man möchte meinen, es würde leichter, jetzt, wo der Laden nur noch ein Krater ist. Aber was weiß ich schon. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mal jemanden verschonen, aber Arash haben Sie am Leben gelassen. Er war in der Vergangenheit gefangen, durchlebte sie jeden Tag aufs Neue. Sie haben mir gezeigt, dass ich auch so werden könnte. Das werde ich aber nicht zulassen. Ich bin besser als er und ich werde diesen Krater ganz bestimmt nicht länger mit mir rumtragen. Glauben Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich weiß, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Aber trotzdem will ich immer noch irgendwie jeden umlegen, der mir über den Weg läuft. Nichts für ungut. Sind Sie sicher? Ich tue mein Möglichstes, damit Sie wieder in die Spur kommen. Und bitte keine Therapiesitzung, Shepard. Sie sind nicht der Couch-Typ. Ich hasse das Zeug sowieso. Diese beschissene Knastpsychologie. Sie haben mir einen Gefallen getan und das reicht. Es war mehr, als ich erwartet hatte. Ich komme schon klar. Gut. Scheinbar ist die ganze Crew jetzt ein bisschen happiger. Sorgen sind schon mal ab. Das heißt, die Selbstmordmission könnte eigentlich schon kommen, aber wir werden noch mal ein bisschen nebenbei machen. Gut, dann einmal wieder zum Kampfzentrum zurück. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Was? Das ist aber gelogen. Eben hast du noch gesagt, wir haben neue Nachrichten. Na gut. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Okay. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Es ist immer nett, mit Ihnen zu plaudern. Gut, aber das Terminal machen wir dann in der nächsten Folge. Das heißt, wir machen hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.